Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gestern einen Beitrag verfasst auf unserer Homepage, in dem ich über die Geschichte von Kurt Zuma berichtet habe. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht schon kennen. Kurt Zuma ist ein Fußballprofi, der vor einigen Tagen ein Video online gestellt hat, in dem er seine Katze brutalst getreten und verprügelt hat. Und das sogar im Beisein eines Kindes, ja. Und in meinem Beitrag habe ich eben geschrieben, dass das natürlich eine brutale Tierquälerei ist, ganz klar. Andererseits ist es so, dass während die meisten Menschen sich jetzt über diese Grausamkeiten an der Katze aufregen, immer noch das Tierleid von tausenden anderen Kreaturen weiter finanzieren. Von den Kühen, von den Schweinen, von den Hühnern, indem sie im Supermarkt tierische Produkte kaufen. Jetzt haben mir hier die meisten Leute zugestimmt, sehr viele Leute haben Kommentare geschrieben, in dem sie das ausgedrückt haben, genau, dass sie das ähnlich sehen, dass die Tiere alle gleich sind, egal ob wir sie nun als Nutztiere deklarieren oder Haustiere, ein Hund, ein Schwein, eine Katze, eine Kuh, sind alles Tiere, die haben alle ein Gehirn, die haben alle ein zentrales Nervensystem, ein Bewusstsein und sie können fühlen und Schmerz spüren und andere Gefühle. Jetzt haben aber einige Leute gesagt, dass es ja Biobauernhöfe gibt und Farmer gibt, die ihre Tiere lieben und ja, die gut behandeln, die haben viel Auslauf, die haben eine Wiese, wo sie stehen können. Das mag alles sein. Ich selbst wohne auch auf dem Land. Mir ist es bewusst, wie hier der Biobauer aussieht. Und ich kenne auch die Schreie der Mütterkühe. Ein Kalb wird der Mutter kurz nach der Geburt weggenommen. Es wird dann in einen kleinen, ich weiß nicht, wie diese Teile heißen, so ein kleines Gehege gestellt, so einen kleinen Käfig. Und die Mutter wird an eine Milchmaschine angeschlossen. Und die Schreie dieser Mutterkuh, die sind sowas von herzzerreißend, das tut so weh in der Seele, weil die Mutter hat sich 9 Monate lang, genau wie ein Mensch, auf sein Baby gefreut, obwohl sie vergewaltigt wurde. Sie wurde künstlich befruchtet gegen ihren Willen. Trotzdem hat sie dieses Kind in sich getragen und sie hat es von Anfang an geliebt und auf es gewartet. Und in dem Moment, wie es geboren wird, wird es ihr weggenommen. Wie würde ein Mensch sich in dieser Situation fühlen? Wie würde ein Mensch schreien? Wie würde eine Mutter weinen, wenn ihr Kind ihr weggenommen wird, ohne dass sie es jemals wieder zu Gesicht bekommt? Genauso weinen die Kühe hier und ich höre das jeden Tag. So, und das sind Biobauern, ja? Und Biobauern machen genau das Gleiche wie die Massentierhaltungen, nur in kleinerem Rahmen. Biobauern bringen ihre Tiere trotzdem um, ja? Ein Mensch hier, habe ich mir aufgeschrieben, hat geschrieben, es gibt Biobauern, die das fürsorglich machen. Fürsorglich. Also vielleicht kann mir das jemand erklären, vielleicht bin ich ja nicht die Aufgeklärte, vielleicht weiß ich einfach nicht. Aber vielleicht kann mir jemand sagen, wie kann man ein Tier fürsorglich umbringen? Also das ist mir jetzt nicht ganz geläufig, wie das gehen soll. Aber wie gesagt, vielleicht kann mich jemand darüber aufklären.